Recht herzlich willkommen zur 44. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir uns um den Bus gekümmert, da waren wir noch gar nicht fertig, da können wir jetzt gleich weitermachen. Wir sind da die Linien am Bauen gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier bei der haben wir gemacht und das war nur eine kurze Strecke, nicht ganz lang. Und jetzt müssten wir mal gucken, wie wir dieses Viertel hier auch noch weiter zum Bussen angeschlossen kriegen. Wir haben hier hinten einmal einen Bahnhof für Passagiere, glaube ich. Das heißt, wir müssten mal gucken. Also, was ein bisschen schlecht ist, finde ich, das mit dem Straßenbild, ne? Also, es ist schwierig zu erkennen, wo die Straßen hier alle sind, ne? Dahin. Und dann geht's auch schon wieder los. Also, wir müssen mal die Leertaste drücken, dann geht's auch weiter hier, ne? Jetzt komme ich schon ganz durcheinander hier. Wir fahren dann hier, denke ich mal, hin. Und da lang. So, ach, das funktioniert hier wieder so super. Da brauchen wir gar nicht weitermachen, weil das eine Ausfahrtsstraße ist. Das wäre dann da hinten rumgefahren. Verändern wir gerade noch, weil ich das dann doch hier haben möchte, die Bushaltestelle. Allerdings, wo war die letzte Haltestelle? Da. Dort eine. Dort eine. Wie können wir denn da rüberfahren? Gar nicht, das ist eine Sackgasse. Okay. Dann da. Und hier an der Bushaltestelle. Dann fahren wir da weiter lang. Hier gibt es nochmal eine. Genauso wie hier auch. Auf dem Rückweg können wir da ruhig auch anhalten. Und dann schließen wir hier den Kreis. Dann haben wir da auch eine Bushaltestelle. Diese ist jetzt nicht so ganz so prickelnd hier, die Haltestelle, aber das ist halt, weil es da im Dingens, sag schon, Industriegebiet ist, ne? Gut, dann, müssen wir uns überlegen, was wir hier jetzt mitmachen, ne? Aber ich glaube, wir eröffnen hier eine, fahren hier rum. Da rein und fahren dann wieder zurück. Ach so, okay, das geht gar nicht, weil da unten runter wird gefahren. Die Straße ist hier hoch. Gut, dann macht das keinen Sinn da. Und dann macht das da auch keinen Sinn. Wollen wir gucken, ob wir in diese Richtung fahren? Ja. Gut. Hierher. Da lang. Ah, da würde ich ja am liebsten nochmal durchs Wohngebiet fahren. Klappt auch. Da lang. Dort lang. Hier nochmal angehalten und dann. Ja, machen wir hier. Und schließen den Kreis. Dann haben wir das auch. Gut. Hier könnte noch irgendwie eine hin. Da auch noch. Da lang. Hier lang. Dort lang, da lang, und hier wäre schön, wenn wir da noch eine Bushaltestelle hätten, die sich überschneidet. Sieht aus, als ob das geht. Passt. So, hier sind überall welche. Jetzt fehlt es hier oben noch. Starten wir los, da. Das ist eine Sackgasse, okay.
Dann müssen wir hier lang. Da würde ich das gerne machen. Fahren darüber. Drehen am Kreuz. Kommen hier wieder. Ja, und haben dann die Schwierigkeit, wieder zurückzukommen, wahrscheinlich. Da. Und schließen da. Bin ich ganz zufrieden mit eigentlich. So, dann müssten wir hier noch was hinmachen. Reinzoomen wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt das falsche. X war das richtige. Ja, doch besser noch ein Stück reinzoomen, aber. Wir müssen mal drehen. Also. Hier lang. Zur Bushaltestelle, zur U-Bahn-Linie. Fahren wir hier hin und. Ja, da rein. Ja, müssen wir schon machen, ne? Oh, da kann man anders durchfahren, alles klar. Dann fahren wir da so lang. Hier lang. Und schließen da. Dann haben wir das auch. Hier, das ist noch zu wenig bevölkert, da machen wir später mal eine. Das ist gut angeschlossen, denke ich jetzt hier. Das ist nicht ganz ideal, aber die sollen hier mal mit dem Auto fahren. Gut, dann sind wir hier weiter am Gucken. Da geht's los. Ja. Da weiter. Hier lang. Ja, da ist es schon wieder schäbig mit dem Drehen, ne? Das heißt, die kommen dorthin. Das sind alle Stichstraßen hier. Da geht's weiter. Und da geht's dann zurück. Hier lang. Und dann würde ich sagen, schließen. Das passt dann. Hier muss noch eine Linie rüber. Die können wir aber auch hier starten lassen. Die startet hier. Fährt die Runde ruhig mit hier. Fährt dann hier rüber, hält dort an, hier am Krankenhaus. Ich glaube, das war das hier. Fährt hier weiter. Dort lang. Dort lang und da lang. Und dann schließt sich da die Runde. So, sieht gut aus. Dann sind wir hier noch weiter zugange. U-Bahn. Okay. Ist ein Friedhof vor. Hier rum. Darum. Da lang. Da lang. Dort lang und schließen. Ich denke, das funktioniert auch. Zweite Linie hier lang. Fährt da lang. Fährt dort lang. Da lang.
Da lang. Hier lang. Und schließen. Auch wunderbar angeschlossen, ne? So, ich glaube, dann haben wir das eigentlich, oder? Da war nichts. Das haben wir ja auch schon erschlossen. So, dann sind wir relativ gut mit durch, denke ich mal. So, jetzt machen wir noch das, was wir gerade hier so nebenbei gesehen haben, mal. Hier war Wasser. Gut, passt. Ziehen wir gleich bis dahin durch und fertig. Haben wir sonst noch Strom, war irgendwo auch, ne? Und da ist was abgebrannt. Hier hinten ist noch Wasserproblem. Das können wir gerade auch beenden. So, Wasser. Sieht so aus, als ob das alles einigermaßen okay ist. Keine Wassertropfen zu sehen. Gut, Strom hatten wir doch auch. Ach, hier Strom. Mhm. Parks haben wir dahin gemacht, die keinen Strom haben. Okay. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, so ungefähr die Standardansicht. Ja. Flitzen wir mal durch die Gegend, gucken erstmal. Da ist Feuer gefährdet. Da sind nur die zwei Parks, die ohne Strom da rumtanzen. Gut, dann müssen wir überlegen, was wir da machen. Gucken, ob das so geht, ne? Sollte funktionieren eigentlich, oder? So, passt's. Wenn da Häuser kommen, dann sollte es eigentlich mit Stromanschluss was werden. Okay. Was macht unsere Müllhalde? Räumung beendet und voll umdrehen also. Hier oben war da auch noch sowas, oder? Beendet. Und dann machen wir das da umgekehrt. Das ist Müll. Wir können auch gerade hier den Müll anklicken, dann sehen wir die auch einfacher eigentlich, oder? Ach so, das geht dann wiederum nicht, weil wir dann... Ja, super. Entleeren. Entleeren. Super, ha? Das hat gut geklappt hier. Dann lass die nochmal voll werden. Hier ist auch irgendwo eine. Nee, noch nicht, aber hier muss irgendwo eine... Habe ich daneben gesetzt. Alles klar. Gebäude leert sich noch. Hier, wie sieht's da aus? 100% voll, müssen wir entleeren. Machen wir jetzt leer oder nicht? Gebäude leert sich, okay. Gebäude leert sich, 36%. 16 Gebäude leert sich, können wir schon wieder voll laufen lassen. Das muss geleert werden. Und 69% voll lassen wir voll laufen. Da 60% voll. 50% voll, muss noch leer weitergemacht werden. Daneben ist noch einer. 100%. Leert sich, gut. Und hier haben wir auch noch was. Müssen wir leer machen. Und können wir wieder voll machen. 17% können wir mitleben. So.
Ja, abgebrannte Gebäude sind dann auch noch ein Problem. Ja, das war leider das Falsche. Da ist auch noch eins. Hier müssen wir uns dann mit der Feuerwehr auch mit der Zeit befassen. Das sind Mülleimer. Da hat's gebrannt. Da auch. Das weg. Hier ist alles gut. Irgendwo noch ein Gebäude, was abgerissen werden muss. Hier unten sind Mülltonnen voll. Ohne Ende. Da ist noch ein Gebäude, was weg kann. Und da nicht. Da blinkt's ohne Ende. Stau. Hier sind auch keine zum Abreißen. Da ist alles im grünen Bereich. Mülltonne. Das passt alles. Das mit dem Park hat sich mit dem Strom erledigt, aber da haben wir noch ein kleines Wasserproblem. Erledigt. So, was war hier rechts denn so? Da war eine Straße, wo es ganz viel Stau gibt oder was? Oder was? Nee, da brennt's gerade, okay, aber die Feuerwehr ist vor Ort. Aber trotz alledem ist hier ein Riesenstau. Und keiner weiß worum. Oh oh. Hier staut sich's überall. Und hier ist das nächste Problem. Da fahren sie dann ganz locker weg, ne? Ja, da müssen wir was noch machen, denke ich mal. Das ist hier ein spezielles. Die Weidenresidenz, die wird dann in der nächsten Folge ganz klar abgerissen. Wir machen ja eine zweite Straße irgendwie durch oder hier. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Da muss der Verkehr besser fließen. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Runde erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.